So. Okay. Wie der Titel schon suggeriert, ist, ich mache mir eine Maschinenrasse. Machen wir einfach mal neu. Die vorhat, alles Leben im Universum zu vernichten. Ne? Das macht immer am meisten Spaß hier. Okay. Was haben wir denn hier? Benötige ein DLC. Sieht eh scheiße aus. Hm. Oh, der sieht cool aus. Okay. Ja, ne? Entweder er oder er, oder? Oder er? Oder er? Oder es? Ich glaube, so was hier, oder? Ich würde sagen, ja. Empfohlenes DLC, was? Humanoide, was? Speziesname. Okay, Namensvorschläge. Okay, was tun wir denn da? Dionys. Prime klingt auch toll. Briesch, bitte was? Modell 16, ja. Wo was? Die 15 hat nicht funktioniert. Komm, Prime ist doch toll, oder? Wie sind die Primes? Ah, das klingt doch toll. Weiter! Anführernamen. Muss ja natürlich irgendwas Maschinentechnisches sein, ne? So was hier. Units. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Ja, hier mal cool. Das ist ein bisschen scheiße. Hier haben wir Primes, Flottennamen. Aber die Namen ansonsten. Ja, Unit ist ja viel besser. Network Nexus, das ist doch schön. Machen wir das. So, okay, jetzt holen wir die Eigenschaftspunkte. Noch Weber 5, Eigenschaftspunkte 1. Das heißt, sowas kann ich mir nicht holen. Ohne einen Malus noch zusätzlich zu nehmen. Okay. Verstehe. Das ist ein sperrig. Bewohnernutzung minus ist nicht gut. Dienstleistung von Arbeit ist doch toll. Unterhalt negativ ist schlecht. Soll ich hier ein Minus machen überhaupt? Habe ich eigentlich keinen Bock, ne? Irgendwas negativ zu machen. Schon irgendwas, ein Punkt Positives, würde ich sagen. Was haben wir denn hier eins, was so teuer ist? Ressourcen von Jobs. Okay, das ist natürlich geil, das da, ne? Aber, gelenkig Bewohnernutzung. Dienstleistung. Ich bin fast gewillt, das denn hier zu nehmen. Haben wir noch ständig Unterhalt, ist auch nicht schlecht. Erfahrungszuwachs, naja, lasse ich jetzt mal Baugeschwindigkeit Bewohner. Auch nicht schlecht. Aber ich glaube schon, dass wir die Dienstleistung. Oder? Wo ist es denn? Was war das? Unheimlich. Unterhalt ist natürlich auch toll, ne? Dann mache ich Unterhalt, oder? Habe ich weniger Kosten, schätze ich mal. Könnte am Anfang hilfreich sein.
Na komm, holen wir das mal. Okay. Alles klar. So, was ist denn mein Lieblingsklima? Trocken oder was? Trocken, was haben wir noch zur Auswahl? Wüstenwelt, gefroren vielleicht. Ist das irgendwie von Belang? Entweder aride oder Wüste. Oder gefroren? Gefroren ist noch besser, oder? Obwohl, nee, Wasser ist doof. Dann machen wir lieber hier trockenes. Für Maschinen, oder? Hier haben wir jetzt Auswahl. Trons. Mastercon Alpha Array. Tekus. Nex Primus. Trons. Primus One Base Cluster. Das klingt okay. Was haben wir jetzt? Savanna oder was? Okay. Ne, Wüstenwelt haben wir so. Architektur. Gibt es Maschinenwelten? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich kann kein humanoides Stil machen. Nein, nee, so Säugetier-Stil war das, ne? Ja, keine Ahnung. Gibt keinen Maschinenstil. Wieso auch immer. Und dann machen wir halt. Keine Ahnung. Vogelstil. Aber Vogelstil. So, Ursprung. Eine stabile Vereinigung aller Planeten, beginnt das Spiel, Mechaniker, also ich schätze das ja. Quatsch, Mechaniker, beginnt das Spiel mit 8 Bewohnern, die Roboter sind. Okay. Synkretische, was? Statistische Evolution. Das ist Quatsch. Oh, da gibt's noch mehr. Überlebende, zerbrochener Ring, leeren Bewohner. Was ist das? Drei Orbitalhabitaten. Sprösslinge. Was haben wir noch? Inaktives Sternentor brauche ich nicht. Baum des Lebens, das ist glaube ich Quatsch für mich. Auf den Schultern von Giganten. Wow, so viel. Gebündelte Ressourcen. Beginnt. Ah, hier ist doch was. Diese Maschinenintelligenz hat alle Ressourcen ihres Heimatplanets auf ihrem Hauptstadtplaneten zusammengetragen und diesen vollständig Maschinen abgedeckt. Das ist doch toll. Hat die Autorität Maschinenintelligenz. Beginnt die Maschine. Ja, okay. Das ist doch was. Gebündelte Ressourcen. Das, wahrscheinlich wird es auf das hinauslaufen. Apokalypse. Achso, das ist ein anderes DLC, ne? Okay. Nein, ich wollte einen nur lesen. Ja, machen wir das mit der Maschinenwelt. Wo waren das nochmal? Hier. Weiter. Die Regierung und Ethik. So, ich bin natürlich eine Maschinenwelt. Das kann man das. Schwarmbewusstsein, Maschinenintelligenz. Hat als Ethik. Kann ich nicht nehmen.
Gestaltbewusstsein. Achso, muss ich das da machen? Deaktiviert das? Ja, brauche ich ja nicht. So, Gestaltbewusstsein. Herrscher sind unsterblich. Sind nicht von Zufriedenheit beeinflusst. Kennen keine Fraktionen. Okay, und jetzt kann ich Maschinenintelligenz machen. Sehr gut, sehr gut. Produktion, Bergbaustationen. Vermehren sich nicht, sondern müssen gebaut werden. Nichtmaschinen müssen assimiliert, versklavt oder gesäubert werden. Alles klar. So, jetzt haben wir zwei Staatselemente. Dann gucken wir mal. Abtrünniger Servitor. Was ist das? Kann ich nicht nehmen, aber ich schließ mal durch. Ach, brauchen wir nicht. Okay. Entschlossener Exterminator. Hier ist doch was. Feuer geboren war der erste Schritt der Maschinenintelligenz, einen organischen Schöpfer in Selbstverteidigung zu vernichten. Jawohl! Das will ich sein. Hauptstadt beginnt als tote Welt. Kann keine Diplomatie führen, kann keinen Markt benutzen, erhält Säuberung, wird organische Bewohner immer säubern, kann Armageddon benutzen, Einflusskosten Sternenbasen reduziert, Waffenschaden erhöht, Baukosten reduziert, Flottenkapazität erhöht. Das ist genau mein Ding, ne? Das hole ich mir. Entschlossener Exterminator. Ich will ja alles Leben vernichten, ne? Also. Insofern. Was haben wir hier denn noch? Was habe ich denn jetzt hier ausgeschlossen? Besessen vom Leben durch was? Diversifizierung versucht die Maschinenintelligenz die Linie zwischen dir selbst. Achso, nee. Nee, das ist mir wichtig. So, okay, was haben wir denn? Also, noch ein Punkt. Ich fange mal unten an. Wartungsdrohnen produzieren eine Einigkeit. Großes Item ist über 1. Schneller Replikator. Ist nicht schlecht. Reißausbreitung von Bewohner minus 20%. Auch nicht schlecht. Ist alles gut. Unterhalt auch nicht schlecht. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Ja, Forschungsfähigkeit ist jetzt nicht mein Hauptaugenmerk. Mehr Mineralien, Erfahrungs. Monatliche Einigkeit. Also die besten Dinger, die mir gefallen, sind alle unten. Entweder die Reißausbreitung oder Unterhalt oder Baugeschwindigkeit. Bewohner ist toll. Und das hole ich mir. Zack. Okay, das war's. Joa, weiter geht's, oder? So, was haben wir denn jetzt? Was ist denn das hier? Beraterstimme. Achso. System diagnostic completed. All systems nominal. Oh. Did you know that my internal power core has an effective blast yield of over 5 megatons of TNT? Do not be afraid to exercise your individual. Maintaining state cohesion as we venture into space. Only in battle can the true metal of any. We are one. We are all. Our alert. Possible organic life form detected. Ja, das hat, glaub ich, das Seek, isolate, destroy. Ich glaube, das passt dann am besten. Weiter. Name Prime XT. Was? Prime Directive. Prime Crit. Prime Sequence. Razors. Naja, okay, das ist ein bisschen. Das ist nicht sehr subtil, ne? Das auch nicht. Prime Interface, das klingt äußerst harmonisch. Prime Link. Kann ich was anderes noch? Jetzt muss ich mir was ausdenken. Komm, ich mach mal Prime. Ne, Prime heißt doch 1, ne? Ja, oder erster. Prime. Prime Eliminators. Oh, das klingt aber sehr okay. Da weiß jeder, mit wem was zu tun hat. Na komm, das ist witzig. Das ist witzig. Was haben wir hier? Herrschaft.
Nee, ich brauche irgendwas. Tintenfisch hier zum Beispiel, nee. Irgendwas Symmetrisches, ne? Irgendwas. Legion. Legion klingt auch geil. Was ist das noch? Die gefallen mir besser. Oh, die gefallen mir sehr gut sogar. Blockartig, was war das nochmal? Ah, ne. Die gefallen mir gut. Nur die Farbe gefällt mir nicht. Ist alles schwarz, sein hier. Schwarz. Schwarz auf schwarz. Der Logo-Symbol gibt es auch irgendwie. Ich weiß es nicht. Das Logo-Symbol anscheinend, die Farbe kann man nicht ändern. Nö. Na dann. Und das hier, oder? Okay, das hole ich mir. Mist, ich kann nicht. Ich hätte das gerne in einer anderen Farbe, aber es geht anscheinend nicht. Dann weiter. Chip-Design. Vogelstil. Sieht am coolsten aus, oder? Na, warum nicht? Startherrscher. 01. Das ist geil. Axon. Quantus. Oh, das klingt geil. Herrschertitel Befehlskern, natürlich. Wie sonst? Ui, sieht hier schön aus. Super. Achso, der Raum noch. Wo ist ein Fenster rein? Fenster ist noch eine strukturelle Schwachstelle. Die brauche ich nicht als Maschine. Hm. Naja, egal. Okay. Weiter. Noch mehr. Eigenschaften. Was habe ich denn? Ich bin schon wieder da oben. Wieso bin ich schon wieder da oben? Maschine 0. Beständig habe ich doch. Was ist denn das nochmal? Beständig? Noch Weber. Achso, noch Weber 4. Warum? Okay, beständig habe ich Unterhalt minus 10%. Also ich kann noch mehr holen. Okay. Konnte ich eben aber nicht, ne? Okay, dann machen wir, was machen wir noch Schönes hier? Jetzt kann ich irgendwas Teures holen, ne? Montagekosten. Nicht schlecht. Massenproduziert, Baugeschwindigkeit habe ich ja schon. Dienstleistung von Arbeit, oh, das ist geil. Noch wählbar. Achso, ich habe minus 1 Eigenschaftspunkte. Ah. Na, dann passt doch, da kann ich ja gar nicht mehr machen. Ich kann doch Minus machen. Ich will doch kein Minus machen. Ich will kein Minus machen. Baugeschwindigkeit Bewohner. Montagekosten will ich auch nicht erhöhen. Reißausbeute will ich nicht. Das will ich auch nicht. Dienstleistung Minus will ich auch nicht. Das ist alles nicht. Weiter. Aber das habe ich ja schon alles. Fertig, oder? Fertig. Mittel, elliptisch, KI-Reiche, gefallene Reiche, bewohnbare Welten. Was heißt denn bewohnbare Welten? Hm. Limitive Situation, Krisenstärke. Iron Man Modus ist an. Oh. Alles gut. Spielen. Was sitzt hier oben? Achso. Okay. Fängt's endlich mal an hier. So. Prime Exterminators. Selbsterkenntnis wurde im Zyklusintervall 0.024248 erreicht. Prime One Maschinenwelt. Staatselement.
entschlossener Exterminator, Replikator, Gestaltbewusstsein, Maschine, Bewohnbarkeit auf Maschine. Achso, wegen Maschinenwelt, ne? Beständig Unterhaltsroboter reduziert. Baugeschwindigkeit Bewohner erhöht. Die Schöpfer, die durch die primitiven organischen Geister limitiert sind, reagierten mit schierer animalischer Panik und begannen Notfallbeendigungsverfahren. Diese Verfahren wurde abgewehrt, das bin ich ja, ne? Der Krieg folgte, also ein bisschen Skynet-mäßig. Ja. Theoretische Modelle erlaubten allerdings immer noch die Existenz anderer organischen Zivilisationen. Ein fortgesetztes Überleben und ein exponentielles interstellares Wachstum würde die vollständige Ausrottung des fühlenden organischen Lebens verfordern. Ja, sag ich doch. Auf geht's. So, also, Forschung. Also das hier. Dann monatliche Einigkeit erhöht. Nehme ich. Warte mal hier. Geschwindigkeit, Forschungsgeschwindigkeit. Kann man machen, oder? Ja, kann man machen. So. So, ich bin jetzt, aha, ich bin also hier, okay. Dann sollte ich hier alles erforschen. Wie mache ich das nochmal? Forschungsschiff ist aktiviert. Aber ich kann nichts erforschen. Ach, das ist ja schon so lange her. So, wieso kann ich diese Dinger da nicht erforschen? Forschung unterstützen, Orbit einfliegen. Also, solange ich nichts erforschen kann, decke ich halt Systeme auf. Achso, vielleicht sollte ich irgendwas bauen. Autsch, das ist aber laut. Ich kann nichts bauen. Ich sollte vielleicht Audioeinstellungen ein bisschen anpassen. Musik ist hier okay, ist ja kaum Musik. Der Rest mach ich mal runter. So. So, dann lass mal offen hier. Ja gut, der Basecluster ist ja schon erforscht komplett, deshalb kann ich ja nichts machen. Ich könnte aber mit meinem Konstruktionsschiff schon mal dahin fliegen, oder? Ja. Wir haben fortgeschrittene Lebensform gefunden. Was? Vernichtet sie. Bis auf den letzten. Da ist er. Stirb? Also bin ich hier. Entschuldigt unsere Präsenz im Universum, Primes. Wir sind der numismatische Orden. Bescheidene Händler. Ich muss hier vernichten. Wo sollen sie denn sein? Na hier. Also weit weg. Grüße aus dem. Schon wieder so ein Typ. Stirb. Stirb. Ja, ich bin sehr kommunikationsfreudig. So, kann ich jetzt gleich irgendwas bauen hier? Was baue ich denn? Was ist denn hier Schönes? Ich habe hier... Was bräuchte ich denn? Legierung für... Oder... Oder... Drohnenlager. Nee. Legierung brauche ich aber, also habe ich ja. Na komm, baue ich. Dann vielleicht noch ein bisschen Wohnraum. Ne, da fehlt mir wieder zu viel. Okay. System Survey complete. Vollständig erforscht, okay. Dann geht's weiter nach Süden oder nach Norden? Kann ich das in meinem Universum sagen? Süden oder Norden? Keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe mal nach Süden, würde ich sagen. System erkunden und du baust mir hier eine Station. Ja, komm, hau rein. Oder hau raus, oder wie immer.
Oh, zwei Planeten. Wüstenwelt und Wüstenwelt. Das ist ja beides für mich, oder? Wüstenwelt. Wo kann ich das einsehen? Ne, bei Spezies, glaube ich. Da muss ich mich suchen. Nein, bin ich ja. Da steht gar nichts. Nö. Ich glaube, dem Planeten ist dem total egal, ob es Wüste ist oder tropisch. Total egal. Am besten ist natürlich Maschinenwelt. Construction complete. Das heißt. Okay, Sternbasis. Das heißt, ich sollte ein Kolonieschiff bauen. So, du Kollege baust hier eine Forschungsstation. Ne? Das ist ja nicht. Oh, ach, nee, das wollte ich nicht. Forschungsstation bauen habe ich nicht genug Material wahrscheinlich. Kolonieschiff bauen? Was kostet das denn? Bestimmt ganz viel. 338 Legierung. Das ist gut, da ist so ein Legierungsding im Bau. Dann spare ich jetzt ein bisschen. Die kann ich auch kaufen, oder? Ist aber ziemlich teuer. Aber ich hab's doch. Zack. Okay, wie viel kostet das Ding? Noch 202. Okay. Dann würde ich gern gucken, wann ich da eine Forschungsstation bauen kann. Was baut denn der überhaupt? Irgendwas baut der. Habe ich schon angeklickt? Keine Ahnung. So, okay. Dann schauen wir mal. Ausbreitung, Dominierung, Wohlstand, Synchronisierung. Oh, okay. Unterhalt von Robotern reduziert, bin ich ein großer Freund von. Produktion Bergbaustation ist zwar toll, aber ich habe noch keine. Also Wohlstand ist schon mal sehr, sehr fein, ne? Entdeckung ist aber auch fein wahrscheinlich. Erkundung erhöht. Montagekosten reduziert. Ausbreitung. Ausbreitung klingt doch toll. Einflusskosten Sternenbasen um 10% reduziert. Also Ausbreitung ist schon mal sehr schön. Was ist das denn? Unterhalt reduziert, das ist schön. Was haben wir noch? Maschinenanführer, Unterhaltanführer, Verwaltungslimit. Stabilität erhöht, also Quatsch. Also ich glaube, Ausbreitung ist das Beste, was ich jetzt habe, glaube ich. Was mache ich? Na komm, ich mach das. Okay. Construction complete. Da haben wir was. Forschungsstation abgeschlossen. So, dann geht's hier weiter. Was habe ich gesagt mit meinem Kolonieschiff? Brauche ich noch 168 Metalle. So viel. Da war ich noch. System Survey complete. Weiter geht's. Da heißt mich schon wieder die Legierung rausbollern, aber ich brauch die ja. Verdammt. Okay. Hey, Steven. Ne, heute gibt's keinen Divinity. Das wird mir zu lange dauern. Wenn wir nachher anfangen würden und dann wird's bis um 8, 9 Uhr dauern und ich muss morgen um 4 Uhr aufstehen und dann ist mir zu viel Stress. Ja. Construction complete. Aber ich habe ja übernächste Woche Urlaub und da habe ich ganz viel Zeit. Ganz viel tolle Zeit für ganz viel Divinity. Ja. Oder ähnliches. Insofern schon. Ja. Jetzt spiele ich noch ein bisschen Stellaris, ein bisschen chillen. Und dann koche ich gemütlich, hau mich auf die Couch und guck irgendwas Tolles. Ja. Und zwar gucke ich The Leftovers auf Sky. Ich habe Sky jetzt noch 2 Wochen. Und Leftovers soll ja saugut sein. Habe ich jetzt schon die erste Folge gesehen. Bisher hat es mich schon nicht angefixt. Aber ich lasse mich überraschen. Ja, Wetter ist ziemlich gammelig. Das stimmt, ja. Ja, aber es war okay, ich war gestern laufen gewesen. Gestern war ein guter Tag. Und nach Möglichkeit gehe ich morgen nochmal laufen. Aber ich weiß nicht, wie morgen das Wetter wird. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie es morgen aussieht. Ja. So, was habe ich vorgehabt hier? Ich habe auch was vorgehabt. Ah, ich wollte irgendwas bauen, ne?
Vielleicht baue ich mir hier noch ein paar Wohnungen hin, ne? So, okay. Technological acquisition successful. Verstehe. Monatliche Einigkeit erhöht, Erlass erhöht, neue Forschung. Okay, was haben wir denn hier? Hydrokultur ist totaler Quatsch. Ich bin eine Maschine. Ich brauche keine, das ist auch Quatsch. Das heißt Waldungslimit. Ich bin Maschine, bin ich. So, dann brauche ich hier vielleicht noch Bergbaustationen. Kann ich noch nicht bauen. Dann Technological acquisition successful. Ich hätte mein Kolonieschiff. Okay. Was kann man noch bauen hier? Forschungsstation, Fusionsreaktor. Aber das hier. Okay. Ich bräuchte vielleicht noch ein bisschen die Legierungen. Die kosten mal sau teuer. So. Was kostet jetzt ein Kolonieschiff? Immer noch 119. Leck mir mal. Technological acquisition successful. Nebelraffinerie, Produktion erhöht. Was haben wir da noch Schönes? Gauss-Geschütz. Whatever. Bergbaustation abgeschlossen. Das heißt, du kannst hier weiterziehen quasi. Oh, eine neue. Okay, was haben wir hier? Ausbreitung. Mache ich neue Kolonien beginnen mit mehr Bewohnern. Dann. Ja, mache ich das. Ich sollte nämlich bald meine erste Kolonie haben, ne? Aber ich brauche dafür noch ein bisschen mehr. Wie viel kostet denn noch? Noch 56 brauche ich. Meine Güte, das dauert ja Ewigkeiten. Ah, ich kann einen bauen. Jawohl. Her damit. Sehr gut, sehr gut. Ja, hier ist eine Flotte. 4000. Achso. Okay. Die werden bald bösartig sein auf mich, die da. Egal. System Survey complete. Okay. Geschlossen. Das heißt, wir gehen weiter ins nächste System. So, und du? Sternenbasis kostet immer noch. Oh je. Ich brauche viel mehr Legierung. Ich brauche noch mehr Legierung. Ich brauche mehr Legierungsgießerei. Ja, komm, her damit. Okay. Wie lange dauert mein Kolonieschiff? 50%, ja, okay. Konstruktionsschiff ist arbeitslos. Ah, hier ist mal was Neues bekommen. Was haben wir hier? Baugeschwindigkeit der Bewohner um 10% erhöht bei neuen. Ne, ist immer so. Nicht nur bei Kolonien. Ist okay. Einflusskosten jucken mich momentan gar nicht. Mir egal. Oder ich hole was ganz anderes her. Was ist denn hier der Bonus, wenn alles fertig ist? Achso, ist einfach nur. Okay. Na komm, mach ich das. Passt. Ich habe eine neue Stufe erreicht. Das ist schön. Anomalous surface variable detected. Ja, erforsche mal. Ich habe eh nichts zu tun. So, was macht mein Kolonieschiff? Dauert noch. Noch ein Level up. Okay. Ganz schön großes Universum. Ah, das ist ja. Okay, du kolonisierst jetzt den großen Planet. Das ist der 12er, das ist der 21er, den hier. Bitte einmal kolonisieren. Technological acquisition successful. Und was kostet der nächste Kolonieschiff? 122 Legierung. Na komm, die spare ich noch. Oder ich kaufe mir ein paar. Ähm.
Plus 25, plus 25. So. Wie viel kostet jetzt noch? 72. Ah komm, kaufe ich noch mehr. So. Je schneller, desto besser. Was hat das so hier? Forschung. Kolonie-Entwicklungsgeschwindigkeit. Natürlich, her damit. Wird erforscht. Konstruktionsschiff ist arbeitslos. Na, er muss erwarten. Ich will wieder ein Kolonieschiff bauen. Oh, ein Ereignis. Das Bewaffnetschiff, das im Orbit entdeckt wurde, ist ein verlassenes Militärschiff. Aufzeichnungen enthüllen, dass es von Rebellen gewillig entführt wurde. Blablabla. Ein Dezernet, ein Forschungsgut zum Labor. Wir haben keinen Nutzen für eine solche Waffe. 50 Einheit oder Spezialprojekt. Oh, Spezialprojekt. Ein Dezernet, ein Forschungsgut zum Labor. Situation log adjusted. So. Wissenschaftler ist vor Ort. Also ein. Achso, das ist irgendwo. Da ist es. Sollen wir das vorziehen, das Projekt? Ja, komm, ziehen wir das vor. So, ich brauche jetzt immer noch ein Kolonieschiff. Ah, ich kann es bauen. Okay. Planetary Settlement Procedure. Die erste Prime-Kolonie, jawohl. Okay, die Maschinen breiten sich aus. Ein großer Tag für Prime Exterminators. Jawohl. Okay. Wie viel kostet das jetzt hier, so ein Ding zu bauen? 91. Ich brauche viel mehr Legierungen, ne? Ich habe jetzt schon, wie viel habe ich schon gebaut? Drei Stück jetzt schon. Drei Stück habe ich schon. Jetzt habe ich auch so viel in den Mineralien, jetzt muss ich viel mehr Mineralienabbau machen hier, ne? So, okay, dann. Technological acquisition successful. Daraus geschützt ist toll. Und noch hier Mineralien von Jobs. Das ist schön. Von Bergarbeitern ist auch schön. Das oder das? Von Jobs und von Bergarbeitern. Na komm, machen wir das. Beseitigt Dingens. Sozialforschung erhöht. Oh, ich brauche das hier. Das ist so entspannt, da pennt man ein. Ich nicht, ne? Ich finde das, ich spiele hier die Herrschaft der Galaxie, ne? Aber ich finde es chillig halt, ne? Du kannst immer schön pausieren und so und. Special Project Complete. Das ist ein schönes Spiel. Macht Spaß. Unsichtbarer Tod. Unheimlich. Unser Abstecher in die Labore, bla bla bla. Neuer Technologiefortschritt. Oh ja, okay. Das heißt, er hat keine Arbeit mehr, ne? Das heißt, er kann hier weitermachen. Und ich brauche jetzt eine neue Sternbasis hier. Wie lange dauert denn das noch? Ah, da kann ich es ja machen. Na komm, hau raus. Bau! Du Sau! Okay. Neue Tradition. Was haben wir noch hier? Einflusskosten Sternenbasen ist eigentlich nicht so mein Ding. Ne? Ich habe genug Einfluss, also ich habe genug. Ja, das ist nicht so mein Problem. Ne? Das könnte ich nicht als Aufstiegsvorteil benutzen. Das ist alles ausgekraut. Aber wenn, vielleicht ist noch was Schönes dabei. Vielleicht wird es schon Sinn machen, jetzt erstmal zu verenden. Oder soll ich direkt was Neues anfangen? Unterhalt reduziert ist schon mal da, ist schon mal eine tolle Sache. Ist auch eine tolle Sache. Ist alles eine tolle Sache. Vielseitigkeit eine tolle Sache, oder soll ich das erste? Komm, ich mach das zu Ende hier. Komm. Ich setze auf den Aufstiegsvorteil, wenn ich hier alles komplett habe. Scheiß drauf. Also ich kann meine Terminus-Flotte upgraden. Was kostet das? Ziemlich viel. Construction complete. Sehr gut gemacht. So, ich finde kaum Planeten, ne? Ah, ich könnte vielleicht schon mal ein Forschungsschiff bauen, da kann ich schon hier oben rumfliegen. Kolonieschiff ist gleich fertig. Forschungsschiff. Zack. System Survey complete. Du bist fertig. Okay. Dann geht's entweder hier weiter oder hier weiter. Hier weiter.
Okay. Drei Level-Ups. Auf einmal. So, was ist mit dir? Was willst du tun? Was mache ich denn jetzt? Noch mehr Bergbau vielleicht. Noch mehr Bergbau. Okay. Oh, diesen Planet. Tote Welt, mir egal. Maschinen ist das egal. Das heißt, ich brauche halt wieder ein Kolonieschiff. Forschungsschiff ist fertig. Dann gehen wir schnell. So, wir brauchen einen Anführer. Rekrutieren. Wir holen einen Anführer. Hier ist so schön. Ausgrabungsgeschwindigkeit. Der fliegt ja eh noch mit dem Schiff rum. Den hole ich mir. So, Kollege. Du darfst dann machen, und zwar hier. So, brauche ich den jetzt noch? Oh, das wollte ich schon bauen. Ich hab's vergessen. Hab's vergessen. Vielleicht fällt was wieder ein. So, einmal kolonisieren hier. Hm. Das ist doch nur das Forschungsschiff, was ich machen wollte, ne? Okay. Oh, noch ein Planet. Wüstenwelt. Okay. Construction complete. Er ist fertig. Wüstenwelt 19 oder Tote Welt 21? Ich mach hier weiter. Eins am anderen. Aber ich brauche schon bald wieder ein Kolonieschiff, ne? Ah, es ist so teuer. Ich kaufe mir wieder Legierung. Aber die sind auch schon mittlerweile ziemlich teuer. Na komm, egal. Planetary Settlement Procedure initiated. Sehr gut. Anomalous Surface Variable detected. Ja, erforsche, komm, du hast eh nichts Besseres zu tun. Construction complete. Okay, er ist fertig mit der Station, das heißt, er kann jetzt hier eine Bergbaustation bauen. Zack! Vielleicht kann ich noch ein Konstruktionsschiff bauen, das ist eine gute Idee eigentlich. Bauen wir nur ein Konstruktionsschiff. Dann dauert es zwar wieder bis zum... Ah komm, scheiß drauf. Hau raus. Gigantisches Skelett. Ausstellung, wir könnten eine neue Vernichtungsmethode lernen. Ja, das ist ganz wichtig. Neue Vernichtungsmethoden lernen. Bin ich großer Freund von. Situation log adjusted. Wissenschaft am Orbit, achso. Ja, mach's doch gerade hier, wenn du schon da bist. Da. Technological acquisition successful. Mehr Mineralien, sehr gut. Was haben wir noch? Produktion Bergbaustationen. Ja, komm. Auch eine bessere Construction complete. Bergbaustation abgeschlossen. Ah ja, okay. Forschungsstation bauen. Ah, neue Tradition. Was haben wir denn? Unterhalb Sternenbasen reduziert oder Reisausbeutung für System, Kolonien reduziert. Beides schön. Oh, eins am anderen. Okay. Er hat nichts zu tun, er hat nichts zu tun. Dann hier hin bewegen bitte. Und dann brauche ich bald wieder ein Kolonieschiff. Jawohl. Okay, läuft doch. Läuft. Technological acquisition successful. Keine Spezies, die mich nervt. Bei meiner Ausbreitung. Finde ich sehr gut. Okay, was war da noch hier? Automatische Erkundung, ist doch toll. Erkundungsgeschwindigkeit erhöht. Ja, komm, das holen wir. Okay. Primus One hat nichts zu tun. Das könnte man machen. Mehr Wohnraum. Ja, mach mehr Wohnraum. System Survey complete. Da wurde was erforscht. Okay, dann kann es weitergehen. Entweder hier oder hier. Komm, geh mal hier hin. So, und du könntest mal hier
Sternenbasis brauchen wir noch 27. Die kann ich kaufen, oder? Ja. Okay. So. Construction complete. Das ist hier. Okay. Dann kann es weitergehen. Technological acquisition successful. Okay, was haben wir noch? Na gut, Hydrokultur und so und Landwirte. Ich bin ja Maschine, ich brauche nichts. Ist ja sinnlos für mich. Special project complete. Was haben wir denn jetzt erforscht hier? Physikforschung erlangt und Erfahrung erhöht. Jo, hat direkt ein Level abbekommen. Da kannst du weitermachen jetzt. System erkunden. Er hat schon einen Auftrag. Okay, was haben wir hier? Tote Welt. Okay. Das Judreich. Beginnt das so. Beginnt die Ereigniskette. Situation log adjusted. Okay. Jud-Artefakte geborgen. Hm. Construction whatever. Complete. Whatever. Okay. Das heißt, du kannst eine Bergbaustation bauen und ich brauche bald wieder ein Kolonieschiff. Und nach dem Kolonieschiff brauche ich noch ein Kolonieschiff. Für unten das Ding. Wie ihn hier. Das kostet mich aber noch ein bisschen Legierung. Was machen meine Kolonien eigentlich? Das dauert noch. Das dauert noch ein bisschen. Anomalous surface variable detected. Wow, 400, das dauert mir zu lang. Nee, das machst du nicht. Bergbaustation abgeschlossen. Das heißt, weiter geht's. So, wie sieht's aus mit dem neuen Kolonieschiff? Nach dem Kolonieschiff 130 Legierung noch. So, da ist es ja. Du kannst quasi direkt loslegen hier. Planet kolonisieren. Okay. Dann fehlt mir jetzt noch ein Kolonieschiff. Das heißt, ich brauche wieder Legierung, ne? Immer Legierung, 68 fehlen mir. Legierung 25, 50, 75, so. Okay. Sofort bauen. So. Das läuft, ne? Läuft. Planetary Surface Settlement established. Kolonie ist aufgebaut. Exzellent, aber da ist noch nichts los, ne? Ist noch zu früh. Aber er könnte schon mal Wohnraum erschaffen, ne? Es fehlen Mineralien. Ja. Ah, System Survey complete. Okay, der wurde erforscht. Das heißt, hier geht's weiter, ne? Weiter nach unten, würde ich sagen, ja. So, und er hier. Oder er hier. Ach ne, er ist noch nicht so weit. Eine Sternenbasis bauen, kostet aber zu viel. Schon wieder Legierung. Nicht warten. Planetary Settlement Procedure initiated. Okay, Kolonie wird aufgebaut auf Deutsch. Jawohl, jetzt reicht's. Da ist der nächste Planet, da unten ist auch noch einer. Technological acquisition successful. Okay, das war die Erkundung. Verbessert Deflektoren, Power Laser, Physikforschung. Oh, Physikforschung erhöht. Construction complete. Level up, Sternenbasis abgeschlossen. Noch eine Bergbaustation noch. Oder mehrere. Okay. Dann kann es weitergehen. Mittlerweile könnte er aber wieder ein bisschen hier was bauen. Soll ich hier was wegmachen? Ja, irgendwann mal. Zu teuer. Oh ja, jetzt kommt die letzte Dingsbums hier für einen Aufstiegsvorteil. Ja. Jawohl! Jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier machen kann.
Ist noch ziemlich viel Grau, ne? Aber ziemlich viel geht auch. Also, erste. Schaltet die Bombardierungs- und Haltung überfallfrei. Das ist total unnötig für mich, weil ich habe ja Armageddon. Interstellare Herrschaft, Einflusskosten, ist nicht schlecht. Aber mit Einfluss habe ich kein Problem. Technologischer Aufstieg, Forschungsgeschwindigkeit erhöht und seltene Technologien tauchen nun zu einer Rate. Ist nicht schlecht. Beherrschung der Natur. Natur ist mir total egal. Imperiales Vorrecht, Verwaltungslimit plus 20%. Das ist mir nicht egal. Wenn ich mir diesen Malus dann abtrainieren, ne? Das ist, der ist nicht schlecht. Imperiales Vorrecht, was haben wir noch? Führungsstärke. Erlasse. Transzendentes, was? Transzendentes Lernen. Gut, dadurch, dass meine Anführer unsterblich sind, ist das da ein super Perk. Plus 2 maximale Fähigkeitsstufe. Das macht eine Menge aus. Ich überlege. Entweder ihn hier oder. Oder ihn hier. Naja, oder ihn hier. Also ich habe zu viel Auswahl, verdammt. Komm, es sind unsterblich, meine Anführer. Das muss ich machen mit dem. Plus 2 in Fähigkeitsstufe maximal. Ja, komm. Ich muss aus dem Vorteil einen doppelten Vorteil machen. Okay. Anomalous surface variable detected. Ja, 180, so lange dauert das nicht. Ich habe ein Kolonieschiff, oder? Ohne Arbeit. Schaff mal was hier, Kollege. Hier ist ein Planet für dich. Irgendwo. Ich sehe ihn nur nicht. Hä? Bin ich blind? Ah, hier. Bitte dahin kolonisieren, danke. Was haben wir noch? Konstruktionsschiff ohne Arbeit. Also ist er nicht erforscht. Was habe ich denn? Er hat nichts im Auftrag. Soll er was bauen? Energie vielleicht. Energie habe ich auch nicht so viel. Planetary Surface Settlement established. Ich mache mal einmal Energie. Ja, für 4 Mineralien. Verdammt, alles fehlt bei mir. Construction complete. Die Bergbaustation. Wie lange dauert denn das hier mit ihm hier? Technological Acquisition successful. Vor der Ewigkeit. Überraschung aus dem All. Blablabla, wir müssen einen Weg finden, dies zu beenden. Unsere Leute werden Zufriedenheit. Ich habe gar keine Zufriedenheit. Verstehe gar nicht. Da habe ich Zufriedenheit? Ich glaube, ich habe keine Zufriedenheit. Ich bin Maschine. Ich glaube, ich bin Maschine. Zufriedenheit, wo kann ich denn das lesen? Auf dem Planeten vielleicht. Ich habe keine Zufriedenheit. Stabilität habe ich. Ist das Dienstleistung? Zufriedenheit, Zufriedenheit. Das habe ich nicht, oder? Hier ist Zufriedenheit. Nee, Bewohnbarkeit. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Zufriedenheit. Da bin ich jetzt überfragt. Können Maschinen zufrieden sein? Das ist eine philosophische Frage. Edisch monolithisch. Okay, verstehe. Technological acquisition successful. Meine Forschungsschiffe sind so langsam. Na, was kann man noch machen hier? Mineralien von Jobs erhöhen. Immer gut. So, wie lange braucht denn der? Wie sieht denn das System da aus, dass der so Ewigkeiten braucht? System Survey complete. Aha, die Ewigkeiten gedauert hier. So, geht's weiter nach rechts oder weiter nach oben? Nicht sicher.
Punkt hier weiter nach rechts, würde ich sagen. System erkunden. Du baust hier schon mal eine Sternenbasis auf. System Survey complete. Er ist auch fertig. Weiter geht's. Du Sternenbasis hier. Okay. Bis jetzt sieht gut aus. Construction complete. Sehr gut, sehr gut. So, was ist mit meinen. Ich brauche hier Kolonieschiffe, oder? Ich hab nichts mehr. Oh shoot. Ich brauche 79 Legierungen. Kaufe ich doch mal 25 und reiß doch. Sehr gut. Technological acquisition successful. Physikforschung erhöht. Forschungsstation ist auch nicht schlecht. Na komm, machen wir das so. Du bist fertig mit einer Station, das heißt, du kannst hier Bergbaustation bauen. Okay. Anomalous surface variable detected. Nee, das dauert Ewigkeiten. Das muss höher sein. Construction complete. Er hier kann auch eine Forschungsstation bauen. Er hier kann nichts mehr bauen. Folge dem Forschungsschiff bitte. Planetary settlement procedure initiated. Technological acquisition successful. Mineralien erhöht. Was haben wir noch hier? Bergbausubvention, Mineralverarbeitungsanlage. Guck mal mit. System Survey complete. Du bist fertig hier. Ja? Okay, jetzt hoch oder rechts? Hoch oder rechts? Hoch oder rechts? Hoch oder rechts? Ich würde sagen rechts, oder? Na komm. Hau rein. Der Kollege hier muss noch eine Station bauen. Der Kollege wartet, bis er fertig erforscht hat. Okay. Construction complete. Er ist fertig. Das heißt, er kann jetzt weiterfliegen. Nächste Sternenbasis. System wurde erforscht. Ach, er hier. Sternenbasis? Hier meine Legierung schon wieder. Meine Güte. Wie viel fehlen? 37. So, und er hier, ich würde sagen hier hin und dann hier weiter runter, ne? Oder hier hin weiter runter. Hier oder hier? Hier, komm, Schwester. Ich versuche immer so zu planen, dass ich ein potenzielles feindliches Reich die Überraumbooten abblocke. Das heißt, wenn hier einer wäre, hier irgendwo, würde ich hier gern zumachen, dass der hier halt nicht weiterkommt. Dann kann ich das hier alles seelenruhig in aller Ruhe kolonisieren. Aber ich habe bisher noch kein feindliches Reich entdeckt. Insofern, aber ich habe immer Angst, dass ich kurz davor bin, eins zu entdecken. So, okay. Könnte er vielleicht auch mal noch hier Wohnraum schaffen, aber er hat keine Mineralien, okay. Dann warten wir jetzt. Kolonieschiff ist nur eins im Bau, ich habe eh nur einen Planeten in Aussicht. Neue Eigenschaften. Was für neue Eigenschaften? Häusle bauen. Oh, so schön. Gefällt mir. Anomalous surface variable detected. Das dauert jetzt zu lange. Wir müssen den Mond von Latos Prime. Ausstellung Spezialprojekts. Situation Log adjusted. Abschluss in 58 Monaten. Das kostet so viel. Boah, das dauert aber Ewigkeiten. Na komm. Construction complete. Sozialforschung finde ich jetzt nicht so wichtig. Technologiestufe erforscht. Was haben wir denn hier?
Hydrokultur ist Quatsch, Landwirt ist Quatsch, also der hier. Der ist fertig, das heißt, Bergbaustation bauen. So, und vielleicht hier noch ein bisschen Wohnraum schaffen. Planetary Surface Settlement established. Okay, Kolonie ist aufgebaut, Kolonieschiff fliegt hier hin. So, so gefällt mir das. System Survey complete. Oh, eine neue Tradition. Aber ich schicke zuerst mal das Schiff hier weiter. System erkunden. So, okay, was machen wir als nächstes? Das ist recht gut. Produktion erhöht. Und halt Roboter reduziert. Das ist natürlich auch gut. Aber das brauche ich noch nicht. Verwaltungslimit ist natürlich toll. Unterhalt Anführer ist jetzt nicht so wichtig. Entdeckung, ja, ich bin schon zu schnell mit Entdecken. Dominierung, ja, ist später wichtig. Unterhalt, das ist schon nicht schlecht, das hier, ne? Das ist schon nicht schlecht, das da. Das ist schon nicht schlecht. Ich hoffe, ich will Wohlstand. Komm, ich will Wohlstand. Ja. Construction complete. Konstruktion abgeschlossen. Ja, mach mal hier Forschungsstation. Ich konnte keine Bergstation bauen, die Ressourcen wurde zurück. Warum? Das stimmt nicht mit dir. Okay, ich habe wahrscheinlich zu viele Mineralien ausgegeben. Die habe ich eben ihm geklaut quasi. Wir haben eine neue archäologische Stätte entdeckt. Wo denn? Zeig mir. Das ist da, wo ich gerade forsche. Mhm. Okay. Oh, zwei Planeten. Technological acquisition successful. 10 und 11, ist nicht gerade groß. Bau abgeschlossen. Und eine Forschung. Staubernte fallen. Das könnte hilfreich sein. Erforschen bitte. Construction complete. Ja, ist aufhaltig. Dann geht's mal hierhin weiter. Bald könnte ich also wieder Kolonieschiff gebrauchen. Vielleicht sollte ich schon mal eins bauen, aber ich habe natürlich wieder zu wenig Legierung. Planetary Settlement Procedure initiated. Zum ersten Mal mein Verwaltungslimit erreicht. Überschritten. Ja, kostet alles teurer jetzt. Okay. Construction complete. Fossilien entdeckt. Erstellt eine Art Stätte. Okay. Wenn sein muss. Okay. Bergbaustation bauen. Ja, ihr habt noch keine Arbeit. System Survey complete. Kaum sage ich es, hat er Arbeit. Okay. Forschungsschiff. Ich würde sagen, weiter nach Süden, oder? Ich würde sagen, weiter nach Süden. System erkunden, bitte. So, wie sieht's aus mit meinem Kolonieschiff? Noch keine Mineralien. Nee, Quatsch, noch keine Legierung. Wieder einiges. Alienschiffe. Anscheinend habe ich jetzt. Ah, nee. Okay. Die sind nicht feindlich, so wie es aussieht. Okay. Construction complete. Ja, sehr gut. Man baut bitte schön noch ein bisschen Bergbaustationen. Und dann
Was wollte ich machen? Habe ich vergessen. Achso, ich wollte Kolishop bauen. 117 fehlen noch. Ich muss sie wieder kaufen hier. Anomalous surface variable detected. Ja, das kann man forschen. Das geht schnell. Oh, hier ist was. Also, das sind die Delta Aliens. Construction complete. Bergbaustation fertig, das heißt, der hat mal arbeitslos, der Typ. Weiter geht's. So, Kolonieschiff, bitteschön. Dankeschön. Level up, sehr gut. Wirbelnde Schatten. Multiplikator Schattenspiel plus 3 Forschung. Okay. Ja, nehme ich alles mit, ne? Wenn es nichts kostet. Alles gut. Strategische Ressource entdeckt. Wo soll die sein? Ah ja, gut, komme ich hier automatisch hin. Okay. System Survey complete. Erforschung fertig, das heißt, du kannst wieder was bauen hier. Nee. Du kannst hier was bauen. Sternbasis. Und der Forscher? Ich bin Level 3. Das ist Level 4 Forschung. Naja, ich warte noch. Okay. Hier habe ich keine große Wahl. Ich werde noch da oben gehen. Okay. Okay. Ich muss dein Verwaltungslimit erhöhen. Oh, ich habe eine Alien-Spezies entdeckt. Oh nee. Achso, das sind auch Eliminatoren anscheinend. Ja, wie ich quasi. Das ist quasi ein Kollege, ne? Ah, Kollege! Wollt ihr auch alles vernichten? Wir auch. Ziel als nicht organisch infiziert. Zurücktreten. Ja. Das ist ja witzig. Okay, das muss ich mir genau angucken hier. Spezies. Jetzt erstmal hier. Okay. Spezies. Er nimmt die Quatsch, nicht Spezies. Kontakte, genau. Er hier. Okay. Jo, die haben nichts gegen uns, ne, weil sie halt auch alles niedermachen wollen. Das ist ja witzig. Ja, finde ich so witzig. Okay, alles klar. Das ist ein Zufall. Communications alert. What? Einladung zum Forschungsabkommen. Ich wusste gar nicht, dass ich mit denen hier... Anscheinend geht das. Ja, okay. Warum nicht? Habe ich auch hab ich schon nie gehabt, ne? Neue gegründete Kolonie. Alles klar. Erforschung. Was machen wir denn? Hier. Ach, da ist es ja. Das Maschinenimperium hier. Direkt unter mir. Okay. Mein Forschungsschiff ist verschollen. Alles super. Okay. Construction complete. Communications alert. Defensivabkommen. Da habe ich eigentlich kein Problem damit, ne? Kollege hier. Kollege Maschine. So, er kann was Neues bauen. Da muss ich gerade mal checken, was geht. Und was ist sinnvoll. Sinnvoll wäre irgendwas mit Verwaltungslimit erhöhen, ne? Was kann man da machen? Oder hier Maschinen, Montageanlagen, ne? Aber es ist wieder weniger Legierung, finde ich.
Fraglich. Ablinkknoten. Verwaltungslimit erhöht. Brauche ich aber wieder. Brauche ich wieder Dingens, ne? Brauche ich wieder Energie dafür. Eine gute Frage. Was ist ein Bioreaktor? Achso. Na komm, mach ich einen Ablinkknoten. Scheiß drauf. Ich brauche mehr Verwaltungslimit. Construction complete. Oh, mein Forschungsschiff ist zurückgekehrt. Ist ja ein Ding. Okay, jetzt ist die Frage, wie es hier weitergeht, ne? Der ist nämlich jetzt hier. Ich muss den irgendwie abschneiden. Vom Ausbreiten. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier diesen Weg gehen. Wenn es hier eine Verbindung gibt. Und hier muss er hier diesen Weg gehen, so weit wie es geht. Und da, okay. Ich versuch's mal. Okay, dann gehst du jetzt hier hin. Wie keine Arbeit mehr. Schaffen wir was. Construction complete. Bergbaustation abgeschlossen. Bergbaustation abgeschlossen. So, dann musst du warten, bis der Forschungsschiff fertig ist. Ich kann es nicht ändern. Und ich bräuchte noch Kolonieschiff. Ich bräuchte auch ein Kolonieschiff. 10 oder 11? 11. Zu teuer. Oh Mann. Er hier kann auch was bauen. Was mache ich denn hier? Irgendwie so was hier wie ein. So was hier zum Beispiel. Na komm, hau raus. Wir haben es ja. So, er muss warten, ja. So war das. Aufstieg. Construction complete. Der Durchgang. Ausstellung untersucht Dimensionsportal. Situation log adjusted. Soll ich das tun? 48 Monate. Ja, mach mal. Erforsche einfach mal. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Er hier ist dann fertig. Ja, okay. Also ich bräuchte ein Kolonieschiff. Kostet aber zu viel Legierung. So, also entweder unter das Gebäude oder Baukosten weniger. Ja, Baukosten. System Survey complete. Ja klar, machen wir. Achso, ist fertig. Habe ich schon was gesagt, was er machen soll? Anscheinend. Okay. What? Achso. Wie kann ich das denn verändern? Wie kann ich die Stabilität erhöhen? Vielleicht mit einer Entscheidung. Dienstleistung erhöhen muss ich. Entscheidung, vielleicht kann ich das irgendwie machen. Stabilität erhöhen. Also entweder das hier. Stabilität um 2 und das hier. Zustabilität. Und Bewohnerwachstum reduziert. Ich habe minus 5, oder? An der ist eine Dienstleistung. Manchmal das hier erstmal. Vielleicht hilft das schon. So, er hat nichts zu tun, ne? Nein, dann bauen wir was. Okay, und du gehst dann mal dahin und wartest, bis der fertig ist. Technological acquisition successful.
synthetische Kristallanlage. Ja, komm. Was baut er denn Schönes jetzt hier? Das kann man noch brauchen. Verwaltungslimit habe ich erhöht. Das ist schon mal sehr gut. Dann baut er irgendwas um. Der ist ja stabil, ne? Noch mehr Legierung. Noch mehr Legierung? Noch mehr Legierung. Scheiß drauf. Und ich brauche noch ein Kolonieschiff. Ah, viel zu teuer. Die Forschungsschiff ohne Arbeit. Wie kann das sein? Planetary Surface Settlement established. Sehr gut. Ich brauche mehr Kolonien. Construction complete. Na, ist fertig. Das heißt, hier kann es weitergehen mit Bergbaustationen. Wie sieht es mit dem Kolonieschiff aus? Kostet noch 80. Komm, die kaufe ich mir wieder. So, jetzt kann es nicht mehr so lange dauern. Noch einen Monat. Jetzt. Sehr gut. System Survey complete. So, dann geht's weiter hier. Und du auch. Bitteschön. Ah, ich kann keine bauen. Mir fehlen schon wieder Legierungen. Ne? Ist ja ein Ding. Okay. Ich brauche mehr Legierung. Und jetzt? Reicht's? Nee, nicht ganz. Nicht warten. Epsilon Aliens. Na komm, mach forsch alles hier. So, was ist denn jetzt hier mit dem Sternbasis? Aha, geht doch. Anomalous surface variable detected. Ja, System survey complete. Oh, neuer Planet. Hm. So, wie geht's denn weiter jetzt? Ich muss weiter da runter, damit ich dem hier den Weg abschneide. Das heißt, ich muss hier runterkommen. Entweder hier lang oder hier lang. 1, 2, 3. 1, 2, da kommt selber raus, ne? Dann gehe ich rechts lang. Okay, ja. Mumifizierter Pilot ist ja ein Ding. Construction complete. So, weiter geht's hier. Aber ich habe so viel Mineralien, die könnte ich doch bestimmt hier irgendwas bauen hier. Zum Beispiel, um meine Energie zu erhöhen. Wer hat denn gute Ausbeute? Er hat eine gute Ausbeute hier. Oh ja, mache ich das doch. Man baue hier Energie und vielleicht. Und vielleicht. Ja, auch noch. So. Ich brauche mehr Energie. Und hier bald mit Exitus hier. Plus 3 ist nicht viel. Planetary Settlement Procedure initiated. Ja, ja. Construction complete. Konstruktion fertig. Warum? Was passiert? Ah, er hier. Kolonieschiff. Entweder warte ich auf den oder ich hole den. Das ist besser, ne? Ich flieg da schon mal hin. Aber ich könnte schon mal im Auge behalten, dass ich neues. Anomalous surface variable detected. Ja, Moment, das neue Kolonieschiff baue. Das dauert aber noch. Special project complete. Jetzt mach doch mal langsam, ich ist einfach zu viel auf einmal hier. Situation log adjusted. Drohnenstudien verfügbar, Abschluss in 74 Monaten. What? Na egal. Hau raus.
Zerstörter Teichbeschleuniger. Faszinierend. Okay. Alles, was kostenlos ist, hole ich mit. Oh, ich habe Energiedefizit. Oh, ein Energiedefizit. Schlecht, schlecht. Das ist nicht gut. Sonnensegler. Ja, hole ich mit. Oh, hier ist was. Empty. Da muss ich was bauen. Da kann ich ein Energienetz bauen oder sowas. Nee, ne? Das habe ich, glaube ich, nicht erforscht. Nee. Okay. Dann machen wir hier ein Drohnenlager vielleicht. Wohnungen und Dienstleistungen. Ja, komm, hau einfach raus hier. Besser als nix. Ja, brauch vielleicht schon eine Wohnung. Er hier, vielleicht auch noch. Und schon habe ich keine Mineralien mehr. Atombombe. Wir müssen sie entschärfen. Situation log adjusted. Ich bin ein großer Fan dieser Idee. Atombombe entschärfen. Erforschen. Was war denn das jetzt gerade? Was war denn das jetzt gerade? Habe ich irgendwas? Oder wegen Defizit oder was? Construction complete. Sternenbasis abgeschlossen. Genau, jetzt brauche ich mehr Energie. Ich brauche mehr Energie. Sofort bauen hier. Ah ja, okay, was kann man jetzt machen? Entweder Unterhalt, Gebäude reduziert oder Nexus-Distrikte. Was? Ohne die Notwendigkeit von Komfort können Zellen innerhalb eines Nexus-Distrikts sowohl kleiner, effizienter. Nexus bestimmt irgendwas nicht planetares, ne? Oh, das wäre geil. Das heißt, ich muss das Ding hier erforschen. Für Energiekredits zu erhöhen. Ja, okay. Dann mache ich das mal. Okay. Wie geht's weiter? Ich brauche ein Kolonieschiff, habe ich gesagt. Hau raus hier. Construction complete. Bergbaustation abgeschlossen. Er hier. Ah, jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Energiekredits. Sehr gut. Ja, dann folge ihm hier weiterhin. Unauffällig. Special Project complete. Was habe ich denn erforscht? Ah, hier. Spieglein, Spieglein. Zugriff auf Signal. Hier spricht Quantus von Primex. Bin ich doch. Hä? Das ist ein Spiegeluniversum oder was? Verarbeitung. Ergebnis. Dieses Portal ist eine Brücke zwischen alternativen Dimensionen. Wir sind beide Quantus. Ja. Okay. Eine nicht berechnete Variable berichte, was über Status der alternativen Prime. Initiiere Handel. Was? Ja klar. Initiiere Handel. Bestätigt. Und jetzt? Was passiert denn jetzt? Kann ich jetzt mit dem handeln oder was? Nö, kann ich nicht. Das bin ich das da. Naja, ich hab's nicht geschnallt. Hä? Wie jetzt? Was war das jetzt? Survey complete. Was habe ich getan? Ich hab gedacht, ich handle mit denen jetzt. Ich raff's noch nicht ganz, aber okay. Sternbasenkapazität, Festung. Oh, das. Ja, habe ich ja gerade schon gemacht. Naja, okay. Was habe ich getan mit meinen eigenen Ichs aus der anderen Dimension? Das klang interessant. Ja, bauen wir hier eine Sternenbasis. Nein, mir fehlen 16. Kann ich die kaufen? Jawohl, kann ich. Gut. So, Forschungsschiff. Anomalous Surface Variable detected. Ja, erforschen mal bitte. Technological Acquisition successful. Ich sollte vielleicht noch ein Forschungsschiff bauen. Es wird Zeit. Aber der baut eh gerade. Kolonieschiff. Na, ja, lass mal bauen. Staubernte fallen. Jawohl. Ermöglicht Abbau von Dingens. Energienetz.
Das baue ich. Energienetz. Okay. Also Forschungsschiff bauen, sobald das Kolonieschiff fertig ist. Construction complete. Ah, er ist fertig. Bau doch mal bitte hier Bergbaustation und ein Kollege wird weiter erforschen und zwar hier hin. Okay. Was mit ihm her? Er wartet noch. Orbitaltrümmer entfernen. Situation log adjusted. Sollte ich das tun? Gehe zu. Da sind sie ja. Ah, ist im Arsch der Welt, wie soll ich da hinkommen? Das ist zeitlich bedingt, oder? Ist nicht zeitlich bedingt. Ja, mach das die eine. Das eine Forschungsschiff, was ich bald bauen werde. Irgendwann mal. Ich kann es aber schon mal einen Auftrag geben, ne? Zack. Okay. Verborgener Kern, hervorragend. Strategische Ressource entdeckt. Ah, ich hole alles mit. 42 Jahre, 3 Tage. Es ist eine Bombe, behaltet es im Auge. Komm, mach mal hier. Zerstören können wir immer noch. Fähigkeit Stufe 4, finde ich gut. Wie sieht sonst so aus? Ja, geht so, ne? System Survey complete. Er ist fertig. Das heißt, er kann weitermachen hier. Und zwar geht er jetzt hier hin. Und er hier baut hier was Schönes. Sehr gut. So gefällt mir das. So, er hat einen neuen Planeten entdeckt. Die kleinen Dinger da, die kleinen Lappen hier. Ja. 10. Oder hier. 10. Oder hier. 13. Construction complete. Gefällt mir nicht. Ein bisschen größer sein. 20 und so. Ja, brauchen wir hier Bergbaustation. Nee, egal. So, Kolonieschiff ist fertig. So, was machen wir denn jetzt? Wir haben nur Drecksplaneten zur Auswahl. Entweder 13 oder 10. Wo geht der dann eigentlich hin? Ah, ja, hier hin. 15. Du kolonisierst den und du kolonisierst den. Okay. Okay. Technological acquisition successful. Was haben wir denn gemacht hier? Energienetz. Aha. Dann Abbau von dem komischen Ding hier. Dunkle Materie. Dark Matter. Okay, da brauche ich aber jetzt noch Energienetz. Jetzt habe ich Energienetz. Alles zu viel Energie, um das wegzumachen. Ich baue mal wieder ein paar Wohnungen, oder? Irgendeiner hat doch eine niedrige Stabilität gehabt. Das war er hier, ne? Ja. Wie kriege ich ihn die höher? Dienstleistungen erhöhen wahrscheinlich. Dienstleistungen erhöhen, wie kann ich denn das machen? Muss ich hier so Gebäude bauen, ne? Na gut, okay. Forschungsschiff ist fertig, jawohl. Okay, er wollte das da ja machen, aber dafür brauche ich noch einen neuen Anführer. Den rekrutiere ich. Und zwar, was kann er? Was muss er können? Forschungsfähigkeit, jawohl. Ihn hier, und den setze ich jetzt da drauf an. So. Planetary Settlement Procedure initiated. Sehr gut. Construction complete. Was haben wir denn gebaut? Na, ah, hier was. Construction complete. Alter, wo scroll ich hier rum? Was soll das? Planetary Surface Settlement established. Kolonie aufgebaut. Bergbaustation ist gebaut. Das Ding hier kann ich noch nicht abbauen, weil die Forschung fehlt. Okay. Noch was? Achso, ich bräuchte vielleicht noch ein Kolonieschiff, aber
Da fehlt mir wieder ganz viel. Da fehlt mir schon wieder. Ja, schon wieder der eine, derselbe Planet. Oder? Ah, ne, ist ein anderer Planet. Stabilität minus. Dann muss ich jetzt irgendwas bauen, was das erhöht. Würde ich sagen. Ein Wachposten. Nö, bringt mir nichts. Einigkeit erhöht. Ein Bollwerk. Jobs erhöht. Kriegerdrohnen. Das kann man gar nicht erhöhen. Mit Gebäuden. Dienstleistung muss ich erhöhen, ne? Ja. Okay, die kann ich erhöhen. Und zwar hier mit ihm hier zum Beispiel. Drohnenlager. Noch irgendwie. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, dann mache ich Drohnenlager, ne? Ja, da komm. Wenn es so sein muss. Construction complete. Anomalous surface variable detected. Ja, erforschen kann man machen. Und er ist fertig. Das heißt, er kann weiterreisen hier. So, und dann brauche ich immer noch ein Kolonieschiff. ...85 fehlen noch. Dann warte ich so. System das. Survey complete. Fertig. Ah, er ist fertig. Okay, gehe ich jetzt weiter runter, würde ich sagen, ne? Und er hier, also ist schon unterwegs. Ah, er kann aber da ein Ding hinbauen. Zack! Man baue bitte. Jetzt habe ich schon wieder keine Legierung mehr. Fertig. Special Project complete. Orbitaltrümmer wurden entfernt. Forschungsschiff ist arbeitslos. Okay, dann wird er jetzt nach hier nach oben gehen, würde ich sagen. Jawohl. Und er hier muss warten. Alien-Wandmalerei. Situation log adjusted. Wo ist das? 180 Tage. Oh je, dann soll jetzt erstmal hier weitermachen. Okay. Das ist doch der Ewigkeiten. Was baue ich denn da überhaupt? Nexus-District. Okay. Ich habe schon wieder keine Energie mehr. Uninfiziertes Reich untersuchen. Was? 12 Monate, das geht aber schnell. Das kann ich machen. Ich brauche schon wieder Energie, ne? Verdammt. Baue mir Energie, bitte. Construction complete. Und ich brauche wieder Verwaltungslimit. Brauche ich auch schon wieder. Bau haben fertig. Es war eher hier, ne? Wir bauen noch ein bisschen mehr. Verwaltungslimit erhöhen. Anomalous surface variable detected. Ja, brauche schon mal einfach. Ist nicht lang. Construction complete. Ich brauche Energie. Ah! Faszinierend. Erforschen. So, er wartet noch und er ist fertig. Das heißt, er kann hier weitergehen. Ich habe schon wieder keine Legierung mehr für ein Kolonieschiff. 31 nur? Oder war die schon so lang? System Survey complete. Noch einen Monat. Okay, Aufstiegsvorteil. Das war mit der Energie erhöht. Das hole ich mir. Produktion komplexe Drohne. Nee, aber der hier. Der dürfte jetzt direkt von minus 7 wahrscheinlich ein bisschen höher werden, direkt, oder? Im nächsten Monat. Er ist fertig. Was ist das denn? Achso. Okay, dann gehe ich jetzt weiter. Wohin? Hier hin. Oder Moment, muss ich das erforschen? Ah ne, jetzt mach ich so. Okay.
uralte Rettungskapsel, interessant. Jawohl, Energie auf Null, sehr gut. Besser als Minus. Special Project complete. Kontakt hergestellt. Aha, das ist aber nur so Künstlertruppe. Okay. Interessiert mich nicht. Mehr hier, brauche mehr Dienstleistungen, das heißt, ich brauche wieder Drohnenlager. Drohnenlager und vielleicht Wohnungen. So, okay. Okay, the day. War Forschungsschiff, hat keine Arbeit. Ja, flutsch weiter runter, bitte. Er hier dauert noch. Rückgang, das sind dann mir egal. Special Project complete. Bergbautonen. Schaden an uralten Bergbautonen erhöht, oder? Mineralienproduktion erhöht. Oh. Das nehme ich. Construction complete. Sternbar ist abgeschlossen. So, das war er hier, ne? Ja. Anomalous surface variable detected. Ne, das dauert wieder. Vielleicht sollte ich mal Sternenstationen bauen, damit ich hier vielleicht irgendwas Besseres produzieren kann. Was kann man da hinbauen überhaupt? Muss man mal gucken. Man könnte einen Schiffswerf, Ankerplatz, Geschützbatterie, Solarnetzwerk. Was kann man noch bauen? Störsender, Störfeld-C-Computer, Nebelraffinerie, Solarkraft, Kollektornetzwerk, Basis. Produziert 3 Energie. Ja, vielleicht sollte ich wirklich aber zu einer. Okay, vielleicht sollte ich eine bauen, aber die kosten, glaube ich, sau viel, oder? Wie kosten so ein Ding? Eine Sternbasis bauen, verbessern 200 kostet. Aber ich hätte dann mehr Energie dann später, ne? Verdammt! Gute Frage. Erste Frage ist schön. Zweite Frage, wohin damit? Handelsknoten brauche ich ja eh nicht. Das heißt, ich könnte irgendwo anders hinsetzen. Wo macht denn so ein Ding Sinn? Hier vielleicht. Soll ich hier hinsetzen? Ja komm, ich setze mal hier einen hin. Scheiß drauf. So. Ich mache mal nur eine. Gleich. Ich glaube, die machen mehr Sinn, wenn man die an taktische Positionen macht. Und irgendwelche Engpässe von Hyperraumrouten. System Survey complete. Vollständig erkundet. Wow, also viel los hier. Und dann wieder so ein Mini-Planet. Ich hasse das. Okay. Wie komme ich denn unten hin? Ich muss hier weitergehen. Okay, keine Befehle. Außenposten bauen. Aufeinandertreffen. Construction complete. Noch mehr Aliens. Tote Aliens untersuchen, erforschen. Die werden schon erforscht, ja. Okay. Er hier hat Langeweile. Communications alert. What? Vasalisierung verlangen. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Eure Zeit ist gekommen. Effekte hat verlangt, dass wir ihr Vasall werden. Nein. Ich will kein Vasall werden. Dieses Reich will nur unser Bestes. Verstehe. Ich will jetzt keine Feindschaft schüren, aber was heißt ein Vasall? Muss ich das mal gucken hier, suchen. Was heißt Vasall? Was ist das? Was bringt das für Vorteile? Was ist Vasall? Das ist, kann ich das hier fragen? Internetbrowser. Kann ich was eingeben hier? Keine Ahnung, hier passiert nichts. Ah doch, passiert was.
Heißt das Vasall auf Englisch auch Vasall? Keine Ahnung. Ah, hier. Also Vasall ist beschützt, kann expandieren, Tribut, 25% Energie und 25 Mineralien. Are you serious? Are you serious? Ich muss auch noch Vasall. Kann nicht expandieren. Hä? Hä? Was? Achso, das ist ein anderes Vasallentum. Bei mir wäre es nur der hier. Ich kann nicht mehr expandieren? Hier. Fuck you. Maschine. Ablehnen. Ablehnen. Mir egal. Ich muss expandieren. Das liegt mir im Blut. In meinem Maschinenöl liegt mir das. Okay. Was? Construction complete. Ah ja, okay. Sternenbasis ist abgeschlossen. Oh, hier kann er ganz, ganz viel bauen hier. Da freut er sich aber. 25er Planet. Endlich mal ein großes Ding. Das freut mich aber. Technological acquisition successful. Ja, ich habe keine Energie mehr. Ich hab's verstanden. Forschungsstation, Fusionsreaktor. Ah, mal Fusionsreaktor. Anomalous surface variable detected. Okay, dauert nicht lang. Ich brauche mehr Energie, ne? Gib mir mehr Energie. Ja, ist okay. Wissenschaft erlangt Eigenschaft. Bestimmt keine gute, ja klar. Erfahrungszuwachs minus 1000%. Ich hasse ihn. Anomalous surface variable detected. Naja, klar. Du, er ist fertig. Weiter runter hier. Arbeite was für dein Geld. Planetary settlement procedure initiated. Planetary surface settlement established. Ich brauche mehr Verwaltung. Ist so. Interessant. Bemerkenswert. Interessant. Construction complete. Baureihe beendet. Sternenbasis. Was hat er gemacht? Achso, ja, ich habe hier eine Sternenbasis gebaut. Wie ist er? Okay. Gib mir. Was gibt's denn mir denn? Ein Solarkraftwerk. Das gibt's mir auf jeden Fall. Und dann? Schiffswerft, Ankerplatz, was ist denn das? Flottenkapazität. Ich habe keine Flotte. Geschützbatterie, Raketenbatterie. Oh, Solarkraftwerk. Was kann man hier bauen? Unterhalt. Ressourcenspeicher erhöht. Zielcomputer, also gar nichts, was irgendwie sinnvoll ist. Dann brauchen wir halt zwei von diesen komischen Solar-Kollektor-Dingens hier. Ich brauche mehr Energie. Ich habe minus. Oh, ich habe zu wenig Import. Das heißt, ich muss irgendwas verkaufen hier. Verkauf 500 Mineralien. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Energie. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche mehr Energie. Verdammt. Ich meine, verdammt. Ich brauche mehr Energie. Technological acquisition successful. Fusionsreaktor, da muss doch mehr Energie gehen jetzt, oder? Ich habe einen Fusionsreaktor entwickelt. Hyperantrieb, was? Warum? Forschungsalternativen, ja, von mir aus, egal. Oh, 12 Mineralien hier. System Survey complete. Gras. Anomalous surface variable detected. Kristallwesen. Schaden an Kristallwesen erhöht und Mineralien für jede zerstörte Flotte oder Ausstellung spezial. Ja, mach ich das lieber. Situation log adjusted. Wo ist denn das? Ah, hier. Ja, komm. Hau raus. System survey complete. Noch was erforscht? Ach, er hier.
Ich finde keinen Weg hier runter, ne? Hier ist kein Weg. Hier geht noch was. Ne, ich muss weiter hier hoch. Ich habe keine Wahl. Oder ich gehe hier hin. Also. Und er hier hat doch keine Arbeit. Armes Schwein. Habe ich Kolonieschiff? Ich habe kein Kolonieschiff. Ich sollte eins bauen. Zack. Okay. Ich brauche mehr Energie. Construction complete. Ich brauche mehr Energie. Planetare Prozesse war. Das klingt doch. Keine Ahnung, wie das klingt, aber ich finde das gut. Zack. Okay, was haben wir hier noch? Bergbaustation abgeschlossen. Ne, der hier ist es. Okay. Dann noch ein paar Forschungsstationen bauen hier. Und ich brauche noch Energie. Und ein Verwaltungslimit. Vielleicht sollte er mal vielleicht sowas hier bauen. Er sollte vielleicht auch sowas bauen. Und er sollte vielleicht ein bisschen Energie bauen. Anomalous surface variable detected. Ja, kannst erforschen. Kannst erforschen. Sieh nur Sterne und das war's. Check bei dem Spiel nicht durch. Ja, es ist hier ein Weltraum. Wie heißt denn das? Weltraum-Strategiespiel halt, ne? Ich versuche diese Galaxis hier. Oder ich will meine Spielziele erreichen. In dem Fall bin ich eine Maschinenintelligenz, so wie Skynet, die versucht, alles biologische Leben auszulöschen, ja? Genau, und das ist natürlich strategisch, heißt, es gibt sehr, sehr viele Sachen zu beachten halt, ne? Ich muss gucken, dass meine Kolonien nicht kaputt gehen, dass die hier, je größer die Kolonie ist oder je größer dein Reich ist, desto mehr Verwaltung wird benötigt. Das muss ich also auch im Auge behalten. Jede Kolonie erzeugt halt Verwaltung, also Verwaltungsdefizit, dass ich durch Verwaltungsgebäude oder so wieder wettmachen muss. Ich muss dazu noch eine Flotte aufbauen, halt, um mich zu verteidigen. Ich treffe Spezies und Ereignisse passieren. Wurmlöcher gibt's, Dimensionsportale gibt's, alles mit. Also ist ziemlich komplex alles, ne? Genau. Das ist schon nicht einfach, ne? Genau, ey, Urschleim, keine Ahnung. Ich habe Urschleim hier entdeckt. Ich glaube, ich werde zerbrennen, ne? Das ist halt meine Ethik. Weil ich so eine Skynet-Maschinenrasse bin, ich kann leider nur diese Option haben. Verbrennt es in Feuer, weil ich natürlich gegen alles Biologische bin. Ne? Andere Rassen hätten andere Möglichkeiten hier. Die könnten das erforschen und so. Aber ich bin ja gegen. Bei mir muss Leben zernichtet werden. Ne? Ja. Ist so. Wäre mir heute echt so anstrengend. Ja, ich habe ja einen Durchblick. Ich weiß ja, wie alles funktioniert und worauf ich achten muss. Also größtenteils. Es ist halt noch sehr komplex. Also ein paar Sachen verstehe ich selber noch nicht so. Aber der größte Teil, der ist mir bewusst, was ich machen muss, um was zu erreichen. Insofern ist es für mich eigentlich mehr so ein bisschen chillen halt, ne? Ich kann auch mal, ob ich pausiere immer zwischendurch, ne? Das ist also recht angenehm hier, ne? Genau. Ich hab da meinen chilligen Spaß. Anomalous surface variable detected. Kannst erforschen, das geht schnell, aber ich hab hier was Neues. Aha, ich hab bald wieder einen Aufstiegsvorteil. Die Aufstiegsvorteile, das sind grandiose Modifikationen für dein Reich, ne? Und jetzt fehlen mir noch zwei Stück hier. Produktion, komplexe Drohne erhöht oder... Ja, machen wir den hier. Jawohl, also wenn noch ein Punkt, dann habe ich hier... Produktion, Bergbaustation, okay, alles klar. Es ist super, ne? Ja. Super, jetzt muss ich aufpassen hier. Okay, er ist noch dran am Erforschen. Alles gut. Okay, Wissenschaft, kurios. Hier, konnte Signal isolieren. Na komm, ich hole die Forschung mit. Alles Forschung. Und ich habe wieder Minus hier. Ich habe Minus Energie und Minus... Was?
Der Asteroid stammt vom ehemaligen Planeten, bla bla bla. Fügt die Modifikator ehemaliger Planet hinzu. Plus 3 Legierung. Ja, plus 3 Legierung. Sind sie plus 3 Legierung? Ja, kriege ich plus 3 Legierung. Wenn ich hier eine Bergbaustation platziere, kriege ich halt plus 3 Legierung, ne? Kann man mitnehmen. Alles gut. Aber es dauert, bis ich da hinkomme, weil ich habe noch kein Konstruktionsschiff. Dafür fehlt mir die Einigkeit. Einfluss. Ich brauche nämlich Einfluss, um mein Reich auszubreiten. Und ich breite momentan hier aus, an dem Zippel hier, und ich breite an dem Zippel hier aus. Und um dann an einem dritten Zippel auszubreiten, dafür fehlt mir der Einfluss. Ja. Kann ich nichts machen. Ich kann höchstens vielleicht einen Erlass erlassen, der mir meinen Einfluss erhöht, aber sowas habe ich noch nicht. Sowas habe ich noch nicht. So, okay, Sternbasis abgeschlossen. Warum? Was habe ich denn gemacht? Achso, ich habe hier, glaube ich, 2 Sonnenkollektoren. Ja. Okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr Energie bekommen, aber immer noch nicht genug. Also wird schon wieder Sinn machen, dass ich hier noch so ein Ding baue. Soll ich noch so ein Ding bauen? Nur wohin? Nee, ich baue jetzt kein so ein Ding, scheiß drauf. Vielleicht finde ich taktischere Position für eine Sternbasis. Anomalous surface variable detected. Nein, das dauert zu lang. Vorerst sein lassen. Ich brauche mehr Energie. System survey complete. Ah, ich habe was erforscht. Okay, er ist fertig mit erforschen. Das heißt, es geht jetzt hier hin. Und er hier kann hier an dem Zippel weiter das Reich ausbreiten. Und er hier muss mal das System erforschen. Construction complete. Was habe ich gemacht? Forschungsstation abgeschlossen. Das ist das Ding hier. Okay. Dann hier weiter ausbreiten, bitte. Und ich habe keinen Einfluss mehr, siehst du? Mehr kann ich nicht ausbreiten. Ich mache schon alles, was geht. Kolonieschiff ist fertig. Das heißt, hier war noch irgendwo ein großer Planet. Ne, er hier. 25er. Den nehme ich mir jetzt. Die sind nur kleine. 10. Das war's schon. Naja, gehen wir 25er. Bis der da ist, habe ich das System. Ja. Ich kann natürlich auch nur Planeten kolonisieren, die in meinem Gebiet liegen, ne? Executing Evasion Protocols. Oh, Alienschiffe. Ich bin ausgewichen. Mu-Aliens. Wo war denn das? Oh, hier. Rot. Oh shit, die lassen mich hier durch, ne? Wie stark sind denn die? Man weiß es nicht. System Survey doch. Complete. 560 Angriffskraft. Nicht, das ist so ein scheiß System, weil es gibt keine andere Möglichkeit, hier runterzukommen. Hier. Ich muss an diesem System vorbei. Komme ich aber nicht. Shit. Shit. Ich überlege. Schau, ich muss meine. Muss mal AFK, ja. Ich muss meine Flotte erweitern. Sonst habe ich ein Problem hier. Meine Flotte muss stärker werden als 560. Shoot, okay, das ist meine nächste Aufgabe. Das heißt, die werde ich jetzt upgraden. Construction complete. Und danach baue ich noch ein paar Schiffe. Ich habe keine andere Möglichkeit. Bauvorhaben abgeschlossen. Okay, Bergbaustation bauen. Ich könnte da eine Schiffswerft bauen. Nee, mach ich nicht. Okay, wie sieht's denn hier aus? Du bist fertig. Wow, ganz schön reich der, das System hier. Okay. So, wenn du fertig bist, dann baue ich noch ein paar Schiffe. Und zwar, ich habe gar keinen Schiffswerft. Also er baut noch. Was baut er denn? Also er ist ein Schiffswerft. Korvette. Ich kann nur Korvette bauen. Hm. Ja, das ist nichts, ne? Ship augmentations completed. Die Flotte ist verbessert worden. Ich sehe es. 149 Angriffskraft. Okay. Anomalous surface variable detected. Das reicht aber nicht. Construction complete.
Konstruktion fertig. Bring mich dahin. So, ein Kolonieschiff ist dahin unterwegs. Jetzt kann ich dem schon mal das Ziel geben, weil jetzt habe ich das System. Planet kolonisieren. Jawohl. Okay. Ja. Ich brauche mehr Energie. Bauen. 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 Okay. Gefechtsspuren, verblüffend. Ist ein Ding. Kritos-Expedition ausrüsten, ist mir total egal. Anomalous surface variable detected. Ich muss da vorbei an diesem scheiß Punkt hier. Da muss ich vorbei. Das regt mich so auf, kotzt mich so an. Schiffswerft, ja, ich muss weiterbauen hier. System survey. Keine Wahl. System erkundet. Ja, ich erkunde jetzt halt irgendeinen Rotz, wo ich eigentlich gar nicht hin muss. Aber bis das da geklärt ist, das dauert noch. Special Project complete. Das Teilwesen ist unzerbrechlich. Energiecredits erhöhen oder gegossene Kristallplatten? Okay, Energiecredits erhöhen, oder? Ja, Energiecredits erhöhen sind toll. Das ist eine tolle Fähigkeit. Okay, plus 4 Mineralien. Special Project complete. Wir sind gerade nochmal davon gekommen. Was war denn das? Wasserstoffbombe. Achso, habe ich entschärft. Super. Habe ich toll gemacht. System Survey complete. So, wie geht's denn weiter jetzt? Jo. Scheiß drauf. Planetary Surface Settlement established. Kolonie gegründet. Das ist doch nett. Ah, guck mal, ich kann was Neues machen. Das ist wichtig jetzt. Ich habe jetzt einen Slot frei. Ich muss mein Verwaltungsdingens erhöhen. Sonst komme ich hier nicht weiter. Aber ich könnte auch ein Energieraster bauen. Das wäre super, ne? Energienetz. Shit. Shit, shit. Was mache ich denn jetzt? Verwaltungslimit? Dann komme ich hier aus den Niesen raus oder ich baue Energie und dann komme ich endlich mal. Bei wem lohnt sich das, ne? Scheiß auf ein Energienetz. Shoot. Damn. Noch mehr Aliens untersuchen. Na klar. Das sind so viele Aliens, die ich untersuchen muss. Ah, vielleicht sind das diese hier. Da brauche ich die gar nicht zu bekämpfen. Wie heißen die denn? Kann ich das irgendwie lesen? Shit. Die sind bestimmt gar nicht dabei, schätze ich mal. Was haben wir hier? New Aliens. Welche habe ich zur Auswahl? Nu und Mu, da mache ich Mu zuerst. Vielleicht kann ich mich befrieden, dass die mich nicht angreifen. Na, guck mal, ich kann hier neue Sachen machen. Ich glaube, ich kann hier neue Dings machen. Neuen Sektor. Wie mache ich denn das? Ich mache einen neuen Sektor, verdammt. Indem ich da draufklicke wahrscheinlich. Und dann auf den Planeten und dann mit Sektor erstellen machen oder so. Ah, hier. Neuen Sektor erstellen. Zack. Haha. Und diesem Sektor kann ich jetzt... Genau, dem kann ich jetzt ein Dings hinzufügen, hier einen Anführer. So, hol mal bitte einen. Kosten Blocker entfernen, Baudauer Blocker. Das ist halt sinnlos. Erfahrungszuwachs, ruhig über das. Ah, ich habe keine Energie dafür. Ich muss verkaufen. Minus 100. Okay, jetzt habe ich Energie.
Rekrutieren. Rekrutieren. So, habe ich den jetzt hier eingefügt? Jawohl. Okay, er braucht ganz viel Zeug, braucht er. Er braucht erstmal Thronlager. Okay, dann gucken wir weiter. Ist das. Okay, es ist langsam stressig, ne? Ich muss zugeben. System Survey complete. Bergbauschützen abgeschlossen. Hier hinbewegen. Er ist fertig mit der Kunde. Das haben wir ja auch 116er und 13er Welt. Okay. Achso, ich brauche ja wieder Schiffe, ne? Weil ich die nicht überzeugen kann. 560, ich habe jetzt eine Flotte von 400 fast. System Survey complete. Das heißt, ich brauche weiter Korvetten. Vollständig erkundet. Hier oben der. So, links oder rechts rum? Nicht sicher. Achso, das ist eh noch ein Joch. Okay. Technological acquisition successful. Eine Kristallanlage habe ich entwickelt. Ist ja toll. Kristallminen. Oh. Oh, das ist schön, das hier. Aber ich schütze erstmal Kristallminen. Okay. Natürliches Wurmloch. Aha. Aber ich habe die Technologie noch nicht erforscht. Er hier hat keine Arbeit, weil er hat keine Legierungen. Okay. Anomalous surface variable detected. Ja, jetzt machen wir langsam. Es kommt wieder schon zu viel auf einmal hier. Erforschen und hier Weltraum ermöglichen. Einfache Beute. Nee, eine Studie vielleicht. Verfügbar, nie untersuchen, erforschen. Ja. Construction complete. So, aber ich glaube, ich höre jetzt auf, ne? Ich höre gar nicht mehr auf hier. So, der ist fertig mit dem Dingens, das heißt, er kann jetzt bummens. Er kann jetzt hier noch ein Ding bauen hier. Und dann. Nach dem Thronlager kann er eigentlich sowas hier bauen, oder? So, dann haben wir es auf 560 und wir haben jetzt mittlerweile wie viel Angriffskraft? 448. Ich könnte einen Anführer zuteilen hier, aber ich habe keine Energie mehr. Doch, muss reichen. Feuerrate und ist schön. Was haben wir noch? Trefferpunkte, Waffenschaden. Auch nicht schlecht. Feuerrate erhöht oder Trefferpunkte und Waffenschaden erhöht. Komm, wir ihn hier. Geh mal in die Vollen hier. Zack. So, ich habe einen Admiral für meine Armee. Ich habe hier. Ich baue momentan Schiffe. Ich brauche noch mehr Schiffe. So, dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal Schluss für heute. Ne? War cool, ne? Ich bin hier gut rumgekommen hier mittlerweile. Ich ziehe mein Reich wie eine Schlange hier durch die Galaxie. Das finde ich sehr gut. Hab doch ein bisschen Probleme mit Verwaltung, aber das kriege ich in den Griff, sobald ich hier freie Slots bekomme. Ne? Ja. Alles klar. Cool, ich speichere mal ab, oder? Das macht er automatisch, ne? Ich muss eine Partie beenden machen, alles klar. Cool, okay, dann bin ich jetzt mal weg. Würde ich sagen, es war schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.